Willkommen zurück bei Let's Play I Am Alive. So, letztes Mal haben wir hier aufgehört, da ich absolut keinen Plan habe, wann dieses Spiel speichert und wann nicht, würde ich mal sagen, oh ja, ich habe es mir doch fast gedacht, dass wir hier hoch müssen, würde ich sagen, ich spiele einfach jetzt noch ein bisschen weiter, mach noch eine Folge. War da hinten gerade jemand? Ich hoffe doch nicht, wir hatten doch gerade in der letzten Folge erst Stress mit anderen Überlebenden. Sieht nicht so aus. Okay, was ist hier hinten noch? Nix? Okay. Gucken, immer gucken. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Hier haben wir auch nichts. Aber ich nehme mal an, wir müssen da ruf. Und hier runter. Oh, Alter. Vier. You really don't like strangers. Wer hat die Gans? Another stray looking to get a beating. All right. Shit. He's back. What the? Step down, boys. There's a gun. Grab it. My time has come. Mine. Alter, wie? Wie zur Hölle habe ich das gemacht? Ich habe zwar null Leben, aber ich habe sie platt gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, Leute, ganz ehrlich. So, somit haben wir unser ganzes Heilzeug verbraucht. Alter Schwede, wieso gleich so viele in dem einen Haus hier? Das ist ja voll zum Kotzen. Nicht mal was zum Heilen oder so liegen lassen. Ja, hier hat der Trick nicht ganz funktioniert mit dem... mit der Gun. Einmal schießen und dann ist Respekt da. Das hat irgendwie nicht so ganz fungiert. Schade eigentlich. Na ja, gut, aber es kann ja nicht immer funktionieren, ne? Das wäre ja irgendwann langweilig. Boah, wenn jetzt hier noch mehr Überlebende sind, dann kriege ich echt die Krise. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt hier schon gegen so viele Leute gekämpft. Das reicht absolut. Das reicht für 10-mal spielen. Das wäre jetzt fast mein Tod gewesen, ne? Und ich habe nichts mehr zum Heilen. Nichts, gar nichts. Voll zum... Boah, könnte ich mich schon wieder aufregen. Sagte er und fand das Medipack. Was? Das war ein Schmerzmittel? Das sah gerade aus wie ein fettes Medipack. Sieht immer noch aus wie ein fettes Medipack, aber okay. Okay, hier drüben scheint nichts zu sein. Ich nehme an, wir müssen weiter hoch. Also eins ist mal klar, wenn uns noch einer trifft mit einer Waffe, sind wir tot. Definitiv. Dann ist Feierabend. Da ist jetzt aber nicht schon wieder irgendwo einer, oder? Was ist hier? Nee, hier kann man nicht hoch. Das sah gerade so aus, als könnte man da hoch, aber... ich wage es zu bezweifeln. Was ist denn hier hinten noch? Nichts. Und da? Da müssen wir hin? Ach, guck dir das an. Ich glaube sogar instinktiv richtig, das ist ja... ich glaube, mittlerweile habe ich das fast raus mit dem. Och nee. Rush him now. Hey, wait, no. I'm at your mercy. Hold up. You win. Ja. Somit haben wir wieder mal unsere Kugeln verbraucht und kriegen keine neue.
Es ist... Nein, ich möchte mich gar nicht aufregen. Es hat irgendwie, glaube ich, nicht wirklich viel Sinn, wenn ich mich jetzt aufrege. So. Ja, ich glaube, ich habe es echt raus. Warum schiebt der den nicht wieder zurück, dass die so aussieht, als wäre die geladen? Das ist doch voll der Schwachsinn. Wenn er die mal so offen lässt. Dann kann der wenigstens Leute bedrohen damit. Und die denken, es ist was drin. Was ist denn das hier? Ist das etwa ein Kletterhaken? Ha! Dann kommt bestimmt jetzt gleich wieder eine richtig miese Kletter-Action. Wo ich den 100 Pro brauchen werde und mich dann gleich ärgere, dass ich ihn gefunden und dann gleich verbraucht habe. Ach ja. Crate's pretty high up. Ja, etwas. Bisschen weit oben. Ach, das sieht doch gut aus. Das sieht doch nach Aufzug aus. Zwei Kanister. Boah, ist das madig. Die sind bestimmt jetzt irgendwo ganz weit weg. Ich muss jetzt erstmal dieses ganze verschissene Ding hier laufen, um die überhaupt zu finden. Okay, das sieht irgendwie so aus, als wäre hier nichts. Boah, das sieht ja auch geil aus, wie das eine Hochhaus in das andere reingefallen ist. Alter Schwede, das hat echt was, das Spiel. Das hat echt wirklich was. Das ist richtig toll. Bis auf das, dass ich jetzt zwei Kanister finden muss, nicht weiß wo. So. Was, da kann ich nicht rein? Ist doch auch arschig. So. Ich nehme an, die Kanister sind irgendwo in dem Haus da. Da kann ich ja nicht rein, oder? Habe ich da doch irgendwie rein und hab's noch nicht gesehen. Sieht zumindest nicht so aus. Gucken wir doch mal, ob wir so einen Kanister finden. Kann man hier denn rüber? Sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Was ist das hier? Das ist kein Kanister. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ich komme hier nicht mehr zurück. Boah, ja, wo soll ich denn die scheiß Kanister herkriegen? Da komme ich auch nicht hoch, oder? Ne, da komme ich auch nicht hoch. Okay, ist jetzt echt eine gute Frage, wo ich die Kanister herkriegen soll. Ich habe keinerlei Ahnung, wo ich da hin muss, aber okay. Vielleicht doch irgendwo da drüben. Wundert mich jetzt doch irgendwie, dass man so gar keinen Hinweis kriegt, wo man ungefähr hin muss. Also hier kann man schon mal nicht rein. Auf keinen Fall. Ich habe jetzt da alle Tasten gedrückt. Ah. Ah. Wieder mal zu doof zum Gucken gewesen. So, da drin haben wir nichts. Nichts. Kann man hier runterrutschen? Ja, kann man. Will ich da runterrutschen? Will ich da wirklich runterrutschen? Ich weiß ja nicht. Da sind bestimmt wieder Leute unten. Hier kann man dann auf jeden Fall, glaube ich, wieder hoch, so wie mich das anschaut. Ja, würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach da unten. Und hoffen, dass uns da nicht allzu üble Gesellen erwarten. Mal
Wahrscheinlich erwarten uns jetzt dann gar keine Gesellen und ich habe mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Was haben wir denn hier? Eine Wasserflasche. Brennt überall Feuer und kein Mensch ist da. Da steht ein Kanister. Da steht ein Kanister. Bloß wie komme ich jetzt dahin? Das ist die Frage der Fragen. Da hoch, da rüber. Okay. Sieht gut aus. Nee. Da ist das schneller. Eben die Ausdauer wieder auffüllen. So. Nehmen wir an. Dass das der Weg ist, mit dem wir hier nicht weiterkommen. Ja, das wäre ja auch irgendwie zu einfach gewesen, wenn wir da schon weiterkommen. Da hoch. Darüber. Da hoch. Okay. Ja, dann werde ich mal darüber steigen. Ja. Würde ich mal sagen. Dass wir wohl oder übel. Hoppala. Mal hier rüber gehen. So, jetzt ist die Frage, wohin? Weil noch weiter hoch komme ich nicht. Muss ich etwa? Kann ich etwa? Nein, kann ich nicht. Oh, das ist echt eine sehr interessante Frage. Wohin? Nee, das geht auch nicht. Ja. Tja, ist jetzt eine gute Frage, wo wir hier hin müssen. Ehrlich gesagt, null Ahnung. Hier gibt es aber auch keinen Punkt mehr, wo ich jetzt hin kann. Noch höher kann ich nicht. Darüber vielleicht? Nee. Oder? Hier? Hier hoch? Dann hier irgendwo Geronimo-Sprung? Wieso steht da unten jetzt wieder eine Wasserflasche oder bilde ich mir das gerade ein? Verdammt nochmal, wie komme ich denn da rüber? Das gibt's ja mal gar nicht. Hier bestimmt, oder? Da rüber, dann da runter, oder? Da hoch? Nee. Gucken wir erstmal mal hier ums Eck rum. Ist ja schon mal sehr interessant, aber ich bezweifle es. Ja, habe ich recht. War mir irgendwie klar, dass das nicht geht. Geronimo-Sprung? Nee, geht auch nicht. Wo soll ich denn hier groß hin? Weiter runter? Runter geht auch nicht, oder? Nee. Schaut auch nicht wirklich so aus, als würde es gehen. Ja, Leute, das ist echt eine sehr interessante Frage, wo ich jetzt hin muss. Ich habe absolut keinen Plan, wie lang es jetzt geht. Hier geht es nicht lang. Da geht es auch nicht lang, da war ich ja gerade. Da unten glaube ich kaum, dass ich lang muss für das Ding.
Wäre irgendwie zu arschig. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin schaue ich mal, wie ich da rüberkomme. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann.